Hey. Jetzt mal ohne Maske. Wir denken, Sie haben eine Infektion. Und da wirkt die Bestrahlung nicht? Sie hat bewirkt, was sie bewirken soll. Sie werden sterben. Wie meinen Sie das? Es geht mir doch nicht schlecht. Ich meine, irgendwann werde ich doch wieder. Wie lange habe ich noch? Bitte sagen Sie es mir. Wir wissen es noch nicht genau. Ein Jahr? Weniger als ein Jahr? Nicht mal 24 Stunden. Ich verstehe das nicht. Wieso sagen Sie mir das? Wollen Sie mir Angst machen? Warum tun Sie das? Es tut mir leid. Doch es ist wahr. Wie schlimm ist dieser Krebs? Gestern dachten Sie noch, ich hätte eine Chance. Sie haben keinen Krebs. Sie kamen mit einer Infektion hierher und die haben wir nicht erkannt. Was für eine Infektion? Das ist jetzt nicht wichtig. Die Bestrahlung war die ungünstigste Therapie für Sie. Wir haben den Teil Ihres Organismus zerstört, der eine Infektion hätte abwehren können, und es wurde Ihr Herz geschädigt. Dann geben Sie mir was. Es gibt doch was gegen Infektionen. Antibiotika helfen dem Immunsystem, aber Ihr Immunsystem ist ausgeschaltet aufgrund der Bestrahlung. Wenn es mein Herz ist, dann müssen Sie mir ein neues besorgen. Transplantationen werden doch jeden Tag gemacht. Die wäre keine Hilfe. Die Infektion ist überall. Wir können nichts tun. Wir können Ihnen nicht mehr helfen. Gott. Es tut mir sehr leid. Wir haben Ihre Großeltern verständigt. Rühren Sie mich nicht an! Raus hier! Verschwinden Sie! Probleme so wie melodramatische Gesten. Wir lagen auch falsch. Steroide hätten ihr nicht geholfen. Ich habe ihr nicht nur nicht geholfen, ich habe abgedrückt. Du kannst nichts mehr tun, es ist gelaufen. Wenn du willst, wird einer von uns... Willst du mich etwa trösten? Ja. Diese Frau wird meinetwegen sterben, da darf ich mich doch wohl ein bisschen beschissen fühlen. Das hilft ihr wenig. Wo ist er? Auf der Intensiv. Was machen Sie da? Eine Aspiration vorbereiten. Wir wissen noch immer nicht, welche Art von Infektion. Das wird ihr nicht helfen. Und ihr auch nicht schaden. Naja, beten wird's schon, aber... Nein. Es dauert nur ein paar Minuten. Entnommen wird nur ein Stück von einem Obsess. Ihnen ist das doch egal. Ihnen ist egal, wieso sie sterben wird. Sie wird sterben, weil wir... Was? Was haben wir verbockt? Was übersehen? Ich muss das wissen. Dann müssen Sie warten. Verlegen Sie wieder in Ihr Zimmer. Strahlungspatienten werden nicht verlegt. Sie dürfen die Intensiv nicht verlassen. Die Intensiv kann ihr nicht mehr helfen. Sie verdient Privatsphäre. Was wollen Sie noch sehen, ob ich auch zur richtigen Zeit sterbe? Soll ich Ihnen vielleicht sagen, alles ist okay? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich hoffe, dass Sie mir vergeben. Doch ich erwarte es nicht. Gut. Denn Sie sind nicht nur gegen meinen Wagen gestoßen, als wir beide einkaufen gewesen sind. Nein. Wir warten immer noch auf Ihre Großeltern. Falls Sie es nicht rechtzeitig schaffen, soll ich Ihnen irgendetwas von Ihnen ausrichten? Ich habe Sie kaum gesehen. Haben... Sie Freunde, die ich anrufen kann? Es ist mitten in der Nacht. Und es sind keine Freunde, die dir mal beim Umzug helfen, geschweige denn bei
beim Sterben zusehen. Ich habe nicht viel zustande gebracht. Ich lasse kein Kind zurück. Ja, durch meinen Tod wird sich die Welt nicht verändern. Schon irgendwie erleichternd für sie, ha? Huh?